Ich weiß noch genau, wie ich zum x-ten Mal einer Frau gesagt habe, dass ich mich in sie verliebt habe und sie mich danach angeschaut hat und gesagt hat, ach Andy, ich hatte keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe mein ganzes Leben lang immer versucht, Frauen so zu begegnen, wie ich es aus Hollywood-Filmen kannte und es war falsch. Und du kennst das, darum bist du hier. Entweder ist deine Geschichte ähnlich abgelaufen oder du kennst dieses Gefühl, von dem ich gerade spreche, nur allzu gut. Du weißt, wie es ist, keine Auswahl zu haben. Du weißt, wie es ist, wenn überhaupt, dann mit Glück von einer Frau ausgewählt zu werden. Dieser Mangel an Auswahl ist vielleicht sogar tägliche Normalität. Ich weiß, so war es für mich. Aber für die meisten Frauen nicht. Warum? Weil es manche Männer gibt, die den Mumm haben, den ersten Schritt zu wagen. Und dann dürfen Frauen wählen. Aus den Männern, die auf sie zugegangen sind. Nur aus denen. Das mag sich vielleicht in 50 Jahren ändern, ich weiß es nicht, aber aktuell ist das noch der Status quo. Frauen werden angesprochen und Männern wird der Job zugesprochen, auf Frauen zuzugehen. Und letztlich gehen dann immer nur dieselbe Sorte Männer doch zu ihnen. Und das sind entweder Extrovertierte oder Besoffene. Dabei gibt es so viele coole Mädels da draußen, die mehr vom Leben wollen, die sich nicht mit dem nächsten Kerl einfach nur über fucking Tratsch oder sowas unterhalten wollen, sondern die sich über philosophische Konzepte, über Erneuerungen in der Medizin, in der Technologie oder sonst irgendwas Cooles, Interessantes unterhalten wollen. Es gibt Mädels, die dieselben Interessen haben wie du. Es gibt Mädels, die sich für Intelligenz interessieren. Hör nicht auf diesen ganzen Schwachsinn, der die ganze Zeit im Internet irgendwie sagt, Mädels wollen einen Alpha. Was auch immer ein beschissener Alpha ist, kannst du in die Tonne kloppen. Weil was auch immer dieser Alpha ist, er hat rein gar nichts damit zu tun, was diese Frau möchte. Dieser Typ Frau mit Anspruch, mit fucking Grips, mit Charakter, mit Werten sucht nicht diesen Macho-Alpha. Sie sucht einen Mann, der ihr das spiegeln kann und ihr das geben kann. Ich rede darüber in diesen Videos immer und immer wieder. Das ist so ein Herzensthema. Verdammt nochmal, ich will nicht, dass du einfach so diesen ganzen bescheuerten Dingern, die es hier im Internet gibt, Glauben schenkst. Ich lese immer in den Kommentaren immer wieder, wenn irgendein Typ dann da reinschreibt, ja, aber Andy, Frauen sind doch hypergam oder sowas. Es ist doch Quatsch. Hör mir zu. Was du vorgetischt bekommen hast, ist eine Weltsicht von Männern, die immer wieder nur eine ganz bestimmte Frau anvisiert haben. Die dumme, hohle. Aber das ist nicht dein Ziel, oder? Mein Ziel auch nicht. Ich stehe auf stylische Frauen, tolle Frauen mit Charakter, mit Stil. Mädels, die beim Ballett waren, Mädels, die mir was erzählen können, Mädels, die Vorträge halten können, Mädels, die süß sind, Mädels, die vielleicht Gamer-Girls sind, die auf jeden Fall etwas auf dem Kasten haben. Und genau diese Frauen, die spricht kaum ein Mann an. Und ab und zu gibt es diesen einen Kerl, der so ist wie wir. Der ehrlich ist, der zuverlässig ist, auf den man sich verlassen kann, der immer hilfsbereit ist. Einfach ein grundsätzlich guter Kerl. Und dieser Kerl, der macht nur eine Sache anders als du. Er ist für 10 Sekunden länger mutig. Und er geht dann auf sie zu. Und das ist dann der Kerl in deinem Freundeskreis, der dich vielleicht frustriert, weil er nicht sonderlich viel besser ist als du. Aber er hat nun mal den Mumm bewiesen. Und darum hat er diese Freundin. Jetzt bringt es aber nichts zu jammern. Du bist nicht am passiven Ende der Wirkungskette. Fuck nein! Es liegt wirklich in deiner Hand, rein mathematisch schon, deine Chancen so drastisch zu erhöhen, indem du einfach nur sagst, ich werde nicht mehr ausgewählt. Ich bin jetzt der Wähler. Und das alles angesichts einer Angst, nicht genug für sie zu sein. Angesichts meiner Angst, einen Korb zu bekommen. Angesichts meiner Angst, niemals so cool zu werden wie der eine Typ, zu dem ich heraufschaue. Ob sie dann ja oder nein sagt, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann die Anzahl an Frauen, denen ich eine Chance gebe, radikal erhöhen. Und ich rede natürlich nicht von Online-Dating. Nachdem ich zum ersten Mal eine fremde Frau angesprochen habe und ein paar Jahre später meinen ersten One-Night-Stand hatte, da konnte ich mein Glück kaum fassen, dass ich einmal einen One-Night-Stand haben würde. Das war komplett unglaubwürdig für mich. Ich habe lange Jahre ausprobiert. Ausprobiert, mir Körbe über Körbe eingeholt und Stück für Stück gelernt, wie ich ein Gespräch aufrechterhalten kann. Dann, wie ich mich interessant mache. Dann, wie ich eine Nummer hole. Dann, wie ich sie wiedersehe. Dann, wie ich sie beim Date küsse.
dann wie ich sie mit nach Hause nehme und dann wie ich sie zu meiner Freundin mache. Heute weiß ich natürlich, wieso ich damals so lange gebraucht habe. Heute bringe ich es anderen Männern bei. Heute zeige ich ihnen, wie sie flirten lernen, Mädels kennenlernen, verführen, nach Hause bringen und so weiter und so fort. Und wenn sie es möchten, irgendwann auch eine Beziehung eingehen. Heute habe ich einen Leitfaden, den ich anderen Männern an die Hand gebe, mit dem sich Verführung einfach wieder gut anfühlt. Es einfach fließt. Aber ohne diese eine Sache klappt es nicht. Selbstdisziplin. Du weißt, dass es stimmt. Wenn es nicht so wäre, hättest du den Bogen schon längst raus. Und es ist keine Scham, das zuzugeben. Selbstdisziplin kannst du genauso lernen wie Flirten. Und mein Freund Dennis von Erschaffe dich neu weiß, dass Selbstdisziplin der Schlüssel zu seinem Erfolg war. Und wenn du wie ich früher mit Disziplin haderst, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Dennis, was können die Männer von dir erwarten? Hey, Dennis von Erschaffe dich neu hier und ich sage dir, Disziplin ist die Geheimwaffe, um in deinem Leben die Dinge zu bekommen, die du haben möchtest. Und was auch immer das für dich sein mag, vielleicht ist es, dass du eine Freundin haben möchtest oder Menschen auf der Straße ansprechen möchtest, du brauchst die Disziplin, um diese Dinge Tag für Tag für Tag umzusetzen. Doch die Frage ist jetzt, wie bekommst du diese Disziplin? Wo kriegst du die? Was musst du dafür tun? Mein Tipp jetzt für den Anfang, such dir mal eine Sache in deinem Alltag aus, die du disziplinierter angehen kannst. So kannst du dir beispielsweise aussuchen, früher aufzustehen. Direkt morgen stehst du früher auf und es muss nur eine halbe Stunde sein. Du stehst eine halbe Stunde früher auf und sagst dir damit selbst, ich werde heute disziplinierter sein. Und gleichzeitig hast du deinen Tag unter den Stern des Erfolges gestellt und bist disziplinierter, ganz automatisch, einfach weil die erste Tat deines Tages direkt eine disziplinierter ist. Und ich habe dir auch ein Video mitgebracht, in dem ich dir zeige, wie du eine massive Selbstdisziplin bekommst. Marc Aurel ist in meinen Augen einer der diszipliniertesten Menschen, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Und seine Lehren werde ich dir in diesem Video mitgeben. Also wenn du Lust hast, schau dir das Video mal an. Andy wird es dir sicher hier irgendwo einblenden. Und schreib mir gerne mal unter das Video, was du davon hältst und wie du deine Disziplin auf die nächste Stufe bringst. Das war's von mir, deinem Dennis. Ciao, ciao.